What the fuck? Oh, was ist das? Willst du mich verarschen? Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Far Out hier auf meinem Kanal. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und inzwischen auch schon beim vierten Part. Das letzte Mal ist ja das mit dem Glitch, oder war ja mehr ein Bug gewesen als ein Glitch. Und ja, ich habe das ganze Spiel nochmal von vorne gestartet, aber keine Angst, wir starten das ganze Spiel nicht wieder von vorne. Ich bin bis zu dem Zeitpunkt, bin ich jetzt wieder angekommen, wo die Energie unseres Schiffes, wenn ich mal ganz kurz starten darf, ich glaube irgendwie bei 30 oder 40% waren, beziehungsweise wo wir die Sicherheitscodes vom Captain und von der, wie heißt die andere, von der Emmy freigeschaltet hatten. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Einen Moment, wo war das gewesen? Informationen. Und genau, auf dem Desktop. So. Genau, wir haben jetzt hier den Sicherheitscode den ID-Code vom Captain, vom Mike und von der Emmy hier. Genau, 2589. Und das war ja klar gewesen, ne? Mit dem ID-Code vom Captain konnten wir die Sicherheitstüren im Sektor 4 öffnen, dass wir zu diesem kleinen Rettungsschiff gelangen konnten. Und ich wusste ja im letzten Part noch nicht, was wir mit dem ID-Code von der Emmy machen können. Und dann ist mir eine Idee gekommen. Und zwar, könnt ihr mal hier gucken, diese vier Räume, das sind die Schlafkammern gewesen, wo wir aufgewacht sind. Das war unserer gewesen, das war der von der Emmy und das war der vom Captain gewesen. Und man konnte auch im Sektor 1 die Sicherheitscodes eingeben von der Emmy und vom Captain. Und dadurch haben sich die Schlafkammern geöffnet. Und da setze ich jetzt an. Wir sind übrigens bei 61% Power. Das heißt, wir haben auch genügend Zeit, ohne dass uns das Schiff abkackt. Und genau. Also es ist eigentlich alles genauso, wie wir das letzte Mal aufgehört haben. Nur, dass wir jetzt einfach ein bisschen mehr Energie im Schiff haben und... Die Musik erinnert mich ein bisschen immer an Alien, die ersten Filme. Und wir können jetzt die Kammern erkunden, was es da zu finden gibt. Und das lässt uns jetzt mal gemeinsam jetzt ausprobieren. Genau, dann begeben wir uns langsam mal dahin. Ja. So. Bin ich mal gespannt, was wir da finden, weil wir sind ja sowieso beim letzten Mal sind wir nicht mehr eigentlich relativ nicht weitergekommen. Wir sind zwar die Luke da hochgegangen, aber dann kam ja wie gesagt dieser Glitch und dieser Bug und das sollte ja. Genau, das Game wurde nämlich gefixt, da kam ein Update heute raus und da habe ich gesehen gehabt, dass die Luke da oben geupdatet haben, dass man jetzt nicht mehr so da durchlaufen kann und genau dann da so sich reinglitscht. Und wir begeben uns jetzt mal runter in die Schlafkammer und gucken, was es da zu finden gibt. Ein paar andere Sachen wurden auch noch behoben, irgendwie die Steuerung noch ein bisschen und ein paar kleine Fehler habe ich gesehen gehabt, aber nichts Weltbewegendes. Und es soll angeblich auch in den nächsten Wochen ein Update rauskommen mit deutschem Untertitel. Habe ich gesehen. Aber das ist ja jetzt inzwischen nicht mehr so wichtig. Ich frage mich, warum eigentlich hier überall auch Blut liegt in der... Ich meine, könnten auch Essensreste... Ja, nee, das ist schon eher Blut. Ich meine, wir sind hier im Esszimmer. Ich bin halt immer noch gespannt, was hier passiert ist, weil... Wenn wir letzten Endes am Ende einfach in das Schiff einsteigen und wegfliegen, dann wissen wir trotzdem nicht, was hier auf dem Schiff passiert ist. Auf der Selene, so nenne ich die jetzt. Genau, hier sind die Schlafkammern gewesen. Das war ja unsere. Die ist ja sowieso offen gewesen. Genau, das ist ja unsere hier. Und können wir da eigentlich auch... Kann man da nochmal auf... Ah, guck mal, da sind die Sachen sogar wieder aufgefüllt. Okay. Und jetzt habe ich die anderen Schlafkammern geöffnet. Bis auf die. Die da hinten, die konnte ich noch nicht öffnen. Aber das müsste die von der Emmy sein. Oh. Sie ist gestorben wahrscheinlich. Woher weiß der denn, dass die tot ist? Die könnte ja auch schlafen. Control Panel. Damit können wir einfach die Türen öffnen. Können wir sonst noch...
Boah, jetzt können wir natürlich aber auch im Waschraum können wir natürlich auch die Sicherheitsspinte von den einzelnen Personen mal öffnen. Dadurch, einen Moment, ich suche mal. Wo ist denn da mein kleiner Stift, meine lieben Freunde? Ich hab's gefunden. Doch. Jetzt tun wir nochmal hier. Auf Krampf das schon auf dem kleinen Zettel aufschreiben von der Emmy. Von der Emmy ist 719. 719 ist von der Emmy. Bin ich mal gespannt, was wir in den Spinden finden. Vielleicht kriegen wir endlich mal ein paar Schuhe. Wir laufen immer noch barfuß rum. Und da kann man wieder einen Staubsauger machen, so. Okay. Was haben wir denn hier drinne? Wieso? Geht das nicht auf? Ein Signal haben wir wahrscheinlich nicht. Mann, ich will das aufmachen. Wieso geht das denn nicht auf? Hä? Ah, wir müssen die wahrscheinlich wecken. Beziehungsweise aufmachen. Geht nicht. Müssen wir die rausnehmen aus der Schlafkammer? Aber wie? Ah, hier. Ah, nee, das ist die Tür. Aber das müsste ja eigentlich der Schalter hier sein. Oder? Schaut mal bei uns in der Kammer schnell nach. Doch, das ist die Tür hier. Aber da drüben leuchtet hier oben noch so ein rotes Licht, das ist hier nicht. Ah nee, jetzt auch nicht. Hä? Ist das jetzt auch ein Bug hier, dass wir die nicht rausnehmen können? Oder ist es einfach nicht gedacht, dass wir die rausnehmen können? Kann man hier nicht aufmachen, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Ich will wissen, was da drin ist. Nein, kann man nichts machen. Okay. Dann gehen wir mal zum Captain und gucken, wie es dem so geht. Aber der sah ja schon beim letzten Mal nicht besonders gut aus. Das war ja der, wo die Hand so komisch rausge... Scheiße. Hä? Nee, warte, das war die Kammer gewesen, wo der Captain drin war, oder? Der andere. Hä? Scheiße, der Typ ist ja gar nicht mehr da. Ah, das ist wahrscheinlich der, wo abgehauen ist, stimmt. Da können wir auch nicht rein. Da können wir auch nichts machen. Hier können wir höchstens noch vom Captain 440. Das geht auch nicht. Gibt es sonst noch was hier in dem Raum drin? Nicht wirklich. Was piept denn hier so? Das ist wahrscheinlich nur die Tür. Ja, hier waren wir schon. Ich muss mal den Computer oben an der Brücke ein bisschen im Auge behalten. Kann natürlich sein, dass bei geringerem Energiestatus der Code von dem dritten Crewmitglied, was da auch tot drin liegt, dass die auch freigeschaltet wird, die Tür. Aber als erstes gucken wir mal in den persönlichen Spinden nach, was es zu finden gibt. Zuerst mal von der Emmy, 719. 719. Cool. Kassetten, Zahnbürsten. Ja, halt Tabletten, ne? Oh, ich glaube, ich hab's übertrieben. Scheiße. Ich hab... Ah, ne. Können wir die anziehen? Nee.
Oh Leute, wundert euch nicht, das flimmert jetzt so. Ey, hört das auch wieder auf? Ich habe glaube ich zu viel von den Tabletten genommen. Warte mal. Vielleicht geht es weg, wenn ich schnell duschen gehe. Da hat er sich dann eine Riesenportion von den Pillen reingehauen. Aber Leute, wir sind allein hier oben im Weltall. Niemand kann uns... Die Dusche ist jetzt gerade irgendwie komisch. Nee, hat nichts gebracht. Ja gut, okay. Ich das... Hey! Nein! Ich will nicht... Ah, so, okay. 440. Oh, das regt auf. 440. Ich hoffe, das hört auch wieder auf. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Aha, nichts Besonderes. Okay. Hier ist auch nicht viel mehr. Nur Comics und so ein Zeug. Wow, das regt auf jetzt. Ah, endlich fertig. Scheiße. Ja, unseren Spind. Ah, nee, das hört noch nicht auf. Ich trinke mal einen Kaffee, vielleicht hört es damit auf. Oh, einen Kaffee haben wir ja gar nicht mehr hier. Oh. Ich muss dann nochmal zu der Emmy runter. Ah, doch, hier haben wir einen Kaffee. So, einen Kaffee noch trinken. Scheiße, ich dachte jetzt ernsthaft, dass wir da ein bisschen was finden. Aber nicht wirklich. Gerade hier bei ihr halt, ne? Aber wieso können wir diese... Wieso können wir die da nicht aufmachen? Das wundert mich jetzt wirklich. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal hoch an den Computer. Schauen nochmal schnell nach, ob sich da was Neues ergeben hat. Sehr, sehr nervend, das Ganze mit den Farben und so. Als wäre der irgendwie auf LSD oder irgend so ein Zeug. Gucken wir mal nach. Boah, es flimmert jetzt sogar so richtig. Krieg mal ja Kopfschmerzen beim Zugucken. Hier, zeig mal her. Nee, der hat immer noch Arrow-ID hier. Also entweder braucht das noch ein bisschen Zeit, bis die freigeschaltet wird. Da könnten wir nämlich in seine Schlafkammer rein. Oh, scheiße. Was ist denn jetzt los? Die Gravitation hat ausgesetzt. Jetzt sind wir auf Drogen und schwimmen mit dem Fliegen in dem Schiff rum. Okay, was sollen wir mal machen? Oh, war das das letzte Mal auch? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann nicht viel machen, ich kann nur ein bisschen klettern. Okay. Oh mein Gott, ist das schwierig. Ja, aber... oh, ich habe eine Idee. Ja gut, das bringt ja nichts, durch das ganze Schiff jetzt zu fliegen. Ich will nochmal zurück auf die Brücke. Und probier mal... die Energie auf automatisch umzustalten. Vielleicht geht dann die Gravitation wieder. Das macht das Schiff wahrscheinlich automatisch, um, keine Ahnung, Energie zu sparen. Komm schon. Boah, da kriegen wir ja Kopfschmerzen beim Zugucken schon.
Wir sind am Fliegen, gell? Das fliegt irgendwo hin, das Schiff. So. Da? Nein! Ah, Modus! Automatisch. Ah, ich hätte mich da natürlich auch in den Stuhl reinsetzen können. Warte, was war unser Code? 6053. Oh, hab mich vertippt. 6053. Okay. Das ändert nichts. Ich will mich in den Stuhl reinsetzen. Das muss doch gehen. Komm schon. Ja, komm. Jetzt. Was passiert jetzt? Musik hat aufgehört. Hat das funktioniert? Nicht wirklich. Komm, setz dich in den Stuhl. Ja. Wir sind irgendwo hingeflogen, glaube ich. Kann das sein? Die muss doch wieder anfangen, die Gravitation. Wir können doch jetzt nicht die ganze Zeit so rumfliegen. Das geht doch nicht. Ah, verdammt, das regt das gerade ein bisschen auf hier. Wenigstens haben die Drogeneinwirkungen aufgehört. Dann will ich gerne da wieder hoch. Ah, verdammt, wir müssen nochmal zurück auf das Display. Ah, sehr schön. Oh, jetzt sind wir runtergeflogen. Drei Minuten später. Sehr schön. Gut. Wir haben hier eine Gravitation. Ich möchte zurück auf den Desktop. Protokoll, Mission, Log. Der hat immer noch die Fehlermeldung drin. Okay, dann gehen wir jetzt mal in den Sektor 4 und gucken da nochmal, was wir machen können. Ja, freigeschalten sind alle Räume. Ah, ich wollte die Power noch auf Maximum stellen, sonst hattest du dieses blaue komische Licht hier überall. Dünn, 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 dünn. Modus. Hi. 6053. Yep, bin ich. Okay, das haben wir. Und jetzt würde ich gerne noch dass wieder alles ist, wie es sein soll. Sehr schön. Gut. Da müssen wir also entweder noch irgendwas machen oder noch irgendwie warten. Ja, jetzt müssen wir kurz überlegen. Am besten. Wir gehen jetzt wirklich mal in den Sektor 4 und schauen mal, was es da so zu sehen gibt. Unser kleiner Droidenfreund ist auch noch nicht da. Das ist noch nicht auf jeden Fall. Gut. Schauen wir mal. Also mit dem müssen wir am Ende wahrscheinlich abhauen hier. Aber wir können das ja nicht starten. Das ist das Problem. Hm.
sehe aber auch nichts. Ah, hier haben wir höchstens auch nochmal so ein Teil. Aber das funktioniert ja nicht. Was wird denn hier von uns verlangt? Ich weiß nicht, was wir machen sollen noch hier. Da ist wahrscheinlich der kleine Droide drin, der kommt ja dann. Aha, ja. Natürlich. Wir haben ja schon eine. Dun, 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 dun. Ah, da kann man die Fernseher einschalten. Ja, wir müssen ja nicht noch mehr Energie verschwenden. Ja, von denen haben wir echt genug gehabt. Okay. Hier ist auch nichts wirklich. Und da kommen wir eigentlich immer noch nicht rein, ne? Ne, die Tür ist zu. Ich gucke jetzt nochmal. Ja, gut, nee, aber der Code ist noch nicht freigeschaltet. Kann natürlich sein, dass der Code ein bisschen später freigeschalten wird. Aber wir haben aber nur noch 27%. Scheiße. Ja, wenn, dann jetzt, oder? Verdammt. Gar nicht gut. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Prozente. Wir brauchen noch irgendwas, um mit dem Schiff zu machen. Sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Wir kommen hier nicht weg. Ich gehe nochmal runter zu den Schlafkammern. Oh, was habe ich denn hier? Weil die Schwerkraft ausgesetzt hat. Oh, komm mal weg hier. Mann, lass mich doch mal runter hier. So, du auch bitte. So. Schauen wir nochmal unten in den Schlafkammern. Kann man das Ding nicht irgendwie... Kann man das nicht irgendwie aufmachen oder so? Das geht nicht. Das geht nicht alles. Mensch. Tür im Türstatus ist unverschlossen. Den Code habe ich ja auch. Tja. Tut mir echt leid, Leute, aber ich glaube... Dass ich da auch nicht mehr viel. Da geht's ja auch bei mir. What the fuck? Aua, was ist das? Willst du mich verarschen? Scheiße! Hier rein. Nein, 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 nein. Oh. Was war denn das gewesen?
Und jetzt? Was war denn das gewesen? Okay. Ach du Scheiße. Kommt das von den Medikamenten, die wir genommen haben? Detective Signal. Es geht jetzt. Ah ne, doch nicht. Oder wir können irgendwas machen damit. Aber auf jeden Fall rauscht es jetzt nicht mehr. Das heißt, wir sind auf jeden Fall weiter. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aber Leute, ey, was war das gewesen? Das war ja krank. Scheiße. Nicht gut. Ah, wir sind auf dem... Wir sind auf dem Minimum-Level. Okay, Leute. Oh, das war mega krass gewesen. Okay, hätte ich... Das geht wieder nicht mehr. Also wir müssen das Teil da hinten auf jeden Fall benutzen anscheinend. Und, hallo? Ah, jetzt ist gut. Okay. Wie gesagt... was wollte ich jetzt sagen? Genau, das war ja mega krass eben gewesen. Und ich muss aber an der Stelle leider langsam aufhören, weil wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde gleich angekommen. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback freuen. Und jetzt bin ich auf jeden Fall wieder mega gespannt, was passieren wird, weil was war das eben gerade gewesen? Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Teil ein, der dann morgen kommen wird. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Habt einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao.